Geografisch ist das Zillertal ja eines von vielen wunderschönen Tälern in Österreich. Musikalisch ist das Zillertal eines der bedeutendsten Täler, denn nirgends sonst ist die Dichte von erfolgreichen Musikern so hoch wie dort. Einer von ihnen ist Erwin Aschenwald, der die volkstümliche Musik wirklich wesentlich mitgeprägt hat, mit seinen Meierhofnern die Massen begeistert und mit seiner Frau Ursula oder Uschi, wie er sie nennt, herzverbunden ist. Herzverbunden durch das Leben und ein Glück für dich und mich. Glück und Frieden allen Menschen viel mehr wünschen. Hand in meiner Hand, das ist es, was uns hält. Wenn mein Blick den deinen findet, lacht Sonne auf die Welt. Glücklich und zufrieden sein, ob wenig oder viel. Und wir zwei sind auch dabei mit Herz und Fühl. Ihr zwei mögt euch wirklich, gell? Das merkt man, das ist echte Liebe. Seit wie vielen Jahren seid ihr jetzt schon herzverbunden? Seit 44 Jahren. Oh, sie weiß es schon. Der Erwin hat nur kurz. Ja, ganz kurz. Aber ich hatte eine sehr schöne Zeit, eine lange Zeit. Ja. Wahnsinn. Wie habt ihr euch gefunden, einst vor 44 Jahren? Das war ganz einfach. Ich habe so angefangen zu musizieren und wir haben da auf diesem Berg, wo die Uschi daheim war und immer noch ist, haben wir in einem kleinen Gasthaus gespielt. Und da ist sie mal tanzen gekommen. Und die einheimischen Buben waren, wie man an Zillertal so sagt, zu wenig schneidig oder zu langsam. Und daher habe ich das Glück beim Schopf genommen. Weißt du noch, wie du sie angesprochen hast? Was du gesagt hast? Ja, eigentlich nicht was gehabt, wie förmlich. Ich war immer ein sehr direkter und das hat ihr scheinbar auch gefallen. Ja, anscheinend. Aber das war jetzt nicht da so höflich und bitte darf ich oder gehst mit mir auf ein Glas. Ich habe gesagt, trink mal ein Glas. Sie war ja auch, so wie sie bis heute geblieben ist, lustig und locker. Einfach natürlich. Hast du es so auch so empfunden? Ich frage einfach nur mal nach. Ja. War der hatte diese, also das Anreden einfach einen Spaß gemacht und hat dich beeindruckt. Aber wahrscheinlich die Musik auch schon vorher. Ja, wahrscheinlich die Musik, ja. Das hat mir gefallen. Ja. Und er war ein bisschen frech und das... Ja, ja. So, ja, ja, das geht. Aber Erwin, du warst ja, wie ist eigentlich, wie ist der Hüterbub zum Musiker geworden? Ja, ich habe, wir sind oft übersiedelt mit der ganzen Familie, über 107 Mal übersiedelt und im Sommer war ich immer auf der Alm. Und da habe ich vom Großvater eine kleine Harmonika mitgehabt und da habe ich mir halt so probiert, ein bisschen für selber. Und dann hat mein Großvater gesagt, Erwin, du musst ein Musikant werden. Die Vorfahren waren eigentlich alles Musikanten, dann kamen die Kriegsjahre und da war was Wichtigeres zu tun, nachher, wie musizieren. Und ich habe dann immer das innerlich verspürt, ich möchte in den Mittelpunkt auf die Bühne und das war ja das Kind schon, so hat man mir erzählt und das tue ich heute noch gern. Hättest du damals schon geglaubt, als kleiner Bub, dass dich die Musik um die ganze Welt herumführen wird? Na, das habe ich natürlich nicht geglaubt, aber ich habe immer, wenn ich so Nachrichten geschaut habe oder Radio gehört habe oder Vulkanausbrüche, wie auf 2000 Meter irgendwo, haben wir im Radio gehört, Vulkan ausgebrochen. Und dann habe ich gesagt, könnte das bei uns auch passieren in den Bergen? Nein, nein. Aber ich habe mir immer so vorgestellt, in der Einsamkeit in den Bergen, wie weit muss das sein? Und wo ist man da? Die Welt ist eine Kugel. Hat man sich natürlich nicht vorstellen können, aber geträumt habe ich immer irgendwie von dem schon. Aber ist auf diesen weiten Reisen, und du warst wirklich überall, also ja, überall, ist auf diesen weiten Reisen, ist da die Familie mitgekommen teilweise? Ist sie dir abgegangen? Wie hast du es da gehandhabt? Also, weil die Familie ja ganz wichtig ist. Ich war einer der wenigen in der Familie, der
also nicht Heimweh gehabt hat. Aber wie es erst einmal in Südafrika und in Lateinamerika war, da war ich mit der österreichischen Fremdenverkehrsverbindung damals, wir waren noch nicht verheiratet und ich war auch ein bisschen so, ja, nicht immer sehr aufmerksam. Und da habe ich richtig Heimweh bekommen. Mhm. Also in Südafrika, weil ich habe mir das nicht vorgestellt, aha, jetzt bin ich da 13, 14, 15.000 Kilometer weg. Wow! Und die Uschi allein daheim, haben wir schon die erste Tochter gehabt. Mhm. Aber habe ich zu mir selber gesagt, ich bleibe ihr treu. Wow. Die erste Tochter, mittlerweile sind es 5 Kinder und die sind ganz wichtig auch beim Musizieren für euch. Also, ja. Gell, das ist ein Familienprojekt. Ja. Wir haben das dann mit dem Erwin, seine Musik mitgelebt, ich mit den Kindern. Und sie sind alle musikalisch und 2 Söhne sind fixer Standpunkt in der Musikgruppe vom Erwin. Und ja, und ich mache das Büro, also wir haben das mit ihm mitgelebt und wir sind mittlerweile ein Familienbetrieb. Ja, und ich freue mich darüber, dass uns das gelungen ist. Wenn die Kinder dann jemanden mit heimbringen, einen neuen Partner, müssen die dann was vorspielen? Müssen die auch ein Instrument können, oder? Das lasse ich der Mama Eva. Ja. Also ich habe mich da nie eingemischt, weil jeder muss ja irgendwo sein Leben selber gestalten und hineinwachsen. Das Ganze natürlich, wenn ohne musikalisch ist dazu, dann freut es einen. Aber es ist ja die Musik nicht alles im Leben und die Bühne auch nicht alles, wenn ein Mensch bleibt und wenn die Leute sich verstehen. Und dass wir haben alle, Gott sei Dank, ich muss auf Holz klopfen, eine halbwegs gute Harmonie. Der Alltag bringt halt auch das eine und das andere mit sich. Aber im Großen und Ganzen helfen wir alle zusammen, wie die Uschi gesagt hat. Ein Familienbetrieb und ich denke, es höheres wie die Familie und die Gesundheit, höheres Glück kann man nirgendwo schöpfen, denke ich mal. Ja. Warum ich die Familie auch so anspreche, von Mai bis September habt ihr die Familienfeste, oben nämlich in Meierhofen, also oben am Berg. Und da wird immer wieder, da seid ihr, sind kleine Feste, aber da kann man natürlich dabei sein, gell? Rund um die Uhr. Und ja. Da seid ihr auch. Da ist die Familie mit, da kommen auch unsere Enkelkinder mit. Aha. Die musizieren auch alle. Gibt es auch schon die 7 Enkelkinder. Gibt's auch schon. Ja. Ja. Und das ist natürlich von Erwin der ganze Stolz. Ja. Das heißt Horuk am Berg. Genau. Und das, wie gesagt, wie die Uschi gesagt hat, im kleinen Kreis, da spielen wir ohne Mikrofone eine Stunde, eine halbe. Das macht man mit der Tourismusregion Meierhofen zusammen und das war der Uschi Gedanke, was familiäres, wenn man viele Jahre auf den großen Bühnen und auf die Zelte und... Und jetzt müssen wir aufhören, weil unsere Zeit, ihr spielt 1,5 Stunden, wir sind leider nur 1 Stunde da. Danke, dass bei uns wart. Horuk am Berg, auf jeden Fall. Wir danken uns auch. Dankeschön. Danke, ein Gruß alle daheim. Und danke. Danke. Für dich, danke. Auf Wiedersehen. Schau, so gehört sich das, gell? Ein Wankel.